Guten Morgen, hallo, ich bin noch in der Sächsischen Schweiz. Heute gibt es die spannende Felsentour rund um das Kirnitschtal. Heute sind 16 Kilometer mit 1000 Höhenmeter. Heute wird es eine richtige Herausforderung. Und der Startpunkt ist die Neumannmühle. Das seht ihr alles im Hintergrund. Da habt ihr auch, ich zeige es euch gerade, da im Hintergrund steht mein Auto. Tagesticket 5 Euro. Los geht's! Ja, gleich zu Beginn ist die Location richtig stark hier bei der Neumannmühle. Das ist das gelbe Haus. Es ist wirklich sehr nett hier. Ich laufe gerade hin. Der Einstieg in die Tour versteckt. Gehen wir mal die ersten paar Meter hoch. Die ersten paar Höhenmeter sind geschafft. Es geht zum Arnstein. Von diesem Punkt, wo ich gerade stehe, ist eine halbe Stunde. Und vamos! Das ist der Anstieg zum Arnstein. So, ich habe den Arnstein erreicht. Beim Arnstein geht es jetzt hier bei der Treppe im Hintergrund zum Aufstieg zur Felsenburg und zur Höhle. Hier geht's los. Oben angekommen. Zwei Sekunden Pause in der Höhenschlucht. Jetzt ist der Weg mega abenteuerlich. Von der Anhöhe aus geht es weiter Richtung Wald. Ja, eine sehr abwechslungsreiche Tour. Wieder alles vertreten. Von Wald, felsige Wege, Felsen. Ja, wahnsinnig abwechslungsreich die Sächsische Schweiz. Richtig stark. Jetzt komme ich gerade wieder in so ein richtig tolles Waldstück. Ja, ich zeige euch das gerade mal im Hintergrund. Farblich richtig toll. Im mystischen Wald angekommen. Ich hoffe, das kommt bei euch genauso rüber, wie es hier ist. Es ist farblich sensationell. Wahnsinn. Und dann fließt der Bach. Und wir kommen jetzt an eine Stelle. Da heißt es erstmal über die Holzstämme kraxeln. Okay. An der Felswand angekommen. Gehen wir jetzt noch ein paar Stufen nach oben. Ich werde erstmal außen herum diesen Weg nach oben nehmen. Der sollte mich nach ganz oben und zur Höhle führen. Hier ist der offizielle Einstieg oder Aufstieg zur Felsenwand. Ein bisschen Bauchbeine-Po-Training. Yay, gefunden! Ich guck mal schnell, was es hier noch gibt.
So, hier werde ich auch ein kleines Päuschen machen. Auch die Aussichtsplattform möchte ich natürlich noch erkunden. Gerade eben war es mir noch ein kleines bisschen kalt durch den Regen. Da geht es noch hoch. Ich bin jetzt oben angekommen. Und man sieht nicht wirklich viel. Alles in Nebel gehüllt. Nach ca. 8 Kilometer, also die Hälfte, lauft ihr ein Stück auf der Straße zur Raumrichtmühle und von dieser Mühle geht es dann wieder schön in den Wald und zu den nächsten Highlights. Bis gleich! Nach der Straße geht es wieder in den Wald, wie ihr seht. Und da ist erstmal ein mächtiger Anstieg, den ihr bewältigen müsst. Und sollte jemandem kalt sein auf der Tour, ist spätestens hier an diesem Anstieg wieder vorbei. Die Schweißperlen rennen wieder runter. Es hat mittlerweile so stark geregnet. Dass sich der Bach hier zum kleinen... Ja, der Bach. Der Weg zum kleinen Bächle verwandelt. Und der Anstieg ist extrem felsig. Sehr verlockend. Oh, ich glaube, ich laufe weiter. Wenn ich da jetzt Pause mache, dann bleibe ich da erstmal eine Weile sitzen. Ja, auch der berühmte Malerweg kreuzt hier. Ja, schade, dass es heute so regnet. Es ist schwierig zu laufen, der ganze Untergrund ist matschig, rutschig. Nass geschwitzt bin ich auch, bis auf die Knochen. Und wenn es dann mal ein Stück nur gerade ist, fängt man doch leicht an zu frieren. Ich bin eigentlich ganz gut ausgerüstet, habe auch wärmende Unterwäsche von Under Armour. Ich mache jetzt einfach mal Werbung, denn im Privaten spiele ich auch noch Eishockey und da sind die Produkte von Under Armour einfach Weltklasse. Das ist einfach Funktionswäsche. Ich kriege von Under Armour keinen einzigen Cent, aber ich muss das einfach loben und ich finde einfach, man muss untereinander weitergeben, was wirklich gut ist. Also da gibt es wärmende und kühlende Unterwäsche. Und die wärmende ist wirklich spitze. Ja, hat auch seinen Preis natürlich, aber manchmal muss man ein kleines bisschen mehr ausgeben. Geht mal hin, schaut mal bei Under Armour auf die Seite. Und falls es jemand von Under Armour hört oder meinen Film anguckt und ihm das gefallen hat, ich bin für jede Kooperation bin ich bereit. Also einfach mal sich melden. So, das war jetzt die Werbung in Eigensache. Ja, muss auch mal sein. Vielleicht gibt es ja mal den nächsten Schritt und es wird mal jemand auf mich aufmerksam und möchte mich unterstützen. Sag niemals nie, noch bin ich ein kleines Licht. Aber so fängt jeder mal an. Hier ist dann der Aufstieg zum Polzhorn. Da gehen wir jetzt lang. Mal gucken, was uns oben erwartet. Neugierig? Da
das ist die Aussicht Pols Felsen. Ich befinde mich immer noch auf dem Teilabstück vom Malerweg. Die Atmosphäre hier im Wald ist geheimnisvoll. Das Schöne ist, ich bin schon seit zig Stunden komplett alleine. Da ist niemand unterwegs, vielleicht liegt es auch am Wetter, aber gigantisch. Und ja, einfach nur stark. Ja, mächtig. Einfach nur mächtig. Aber irgendwie müssen ja die 1000 Höhenmeter zusammenkommen heute. Von hier aus geht's noch zum Lorenzfelsen. Auch wieder toll hier rechts und links. Auch oben im Wald. Ja. Oder ich drehe mich nur auf die Seite. Das ist hier die Faszination Sächsische Schweiz. Echt schön hier. Ach, einfach nur schön. Ich möchte es einfach euch nochmal zeigen. Ich hoffe, das kommt hier im Video genauso rüber. Ich bin hier gerade an einer Stelle, es ist ein Abstieg Richtung Neumannmühle. Schaut es euch an, mega stark. Wie ihr erkennen könnt, vorne ist die Neumannmühle. Die Neumannmühle, das bedeutet, das war heute Morgen und mein Startpunkt. Die Runde ist zu Ende. Die spannende Felsentour rund um das Kirnitztal. 16 Kilometer, knapp 1000 Höhenmeter, geht zu Ende. Es war für mich eine sehr anspruchsvolle Runde. Hat mega Spaß gemacht, war aber auch richtig anstrengend. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Ich werde mir noch mal ein paar andere Touren ausdenken und nehme euch auch wieder gerne mit. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann würde mich das ganz arg freuen. Und wir sehen uns wieder, spätestens beim nächsten Video. Ciao, ihr Lieben!